bin hier kurz hinterm Hotel, bin schon aufgebrochen. Jetzt haben wir 8.15 Uhr. Der Himmel ist vielversprechend. Blau mit einigen Wolken. Heute Morgen ist wohl schon ein Wolkenfeld durchgezogen. Und Wetter Online sagt heute Nachmittag um 15, 16 Uhr kommt wohl wieder ein Regengebiet von Westen rüber. Also bis dahin muss ich mein Ziel in Haaren erreicht haben. Zum Hotel möchte ich nicht viel sagen. Das Frühstück war gut, es hat an nichts gefehlt. Aber das war es dann auch schon. Also alles Weitere dann von unterwegs. Adebar ist auch schon unterwegs am frühen Morgen. So, hier an der Ems steht so ein kleiner Hochstand, den bin ich jetzt mal hoch, um mal einen Blick aus der Höhe hier zu erwischen, über das Münsterland. Die Ems, da ist sie mal wieder, ganz nah. Und hier wieder ein riesiges Feld und Gehöfte. Der Himmel ist noch brav, aber im Westen, da bedeckt es sich so langsam. Na, egal, schauen wir mal. Hier ist eine schöne Allee. Herrlich. Jetzt fahren wir nach Salzbergen rein. 8:50 Uhr. Nach knapp 10 Kilometern. So, mit Salzbergen rein war wohl nichts. Wir sind hier an der Ems. Kleiner Yachthafen hier, wenn man das so nennen darf. Ein Steg. Jetzt geht es schon eine ganze Weile über den Waldweg. Leichter, gut festgefahrener Schotter, auch super zu fahren. Aber ich bin mutterseelenallein unterwegs. Gott sei Dank. Ja, mutterseelenallein bin ich ja nicht. Hier ist ja der junge Mann, der begleitet mich ja schon die ganze Zeit. Aber sonst super Weg, Stimmung ist hervorragend, macht richtig Spaß. Ich hatte eben ein Schild, Lingen 25 Kilometer. Lingen ist ungefähr so, ja, die halbe Distanz bis zu meinem Endziel heute, Haaren. Die Uschi sagt aktuell noch 62 Kilometer und 15
Haben wir schon. Da kommt ein schönes Rapsfeld. Herrliches Gelb. Morgenlicht. Wunderschön. Guck mal. Sind wir in Mehringen. Ich habe heute schon einige wunderschöne Bauernhöfe wieder gesehen. Boah, das sind ja richtig tolle Gebäude hier. In dem roten Backstein. Das gefällt mir gut. Toll. Toll, toll, toll. So, jetzt sind wir an Mehringen wieder raus. Jetzt fahren wir wieder durch die Felder. Da hinten der Kirchturm, das scheint Emsbüren zu sein. Wir sind übrigens nicht mehr im Münsterland. Ich denke, das haben wir in Rheine verlassen heute Morgen. Jetzt sind wir im Emsland. Da drüben geht die Ems. So, hier stehe ich mal wieder auf einer Emsbrücke. Da unten ein Hausboot. Da hinten ein schönes Rapsfeld und da drüben auf der anderen Seite ein Campingplatz. Hier geht's vorbei an einer Pferdewiese. Und da ein nicht so schöner Anblick. Das sieht mir doch aus wie ein Atomkraftwerk. Aus einem Schlot raucht es. Der andere ist still. Was muss ich jetzt davon halten? Hatte uns nicht einer versprochen, die Dinger wären abgeschaltet seit, weiß ich nicht, 3 Wochen oder was? Naja. Mach jeder denken, was er will. Hier rechts kommt wieder ein Bauernhof. Die Bäume blühen, die Obstbäume. So, hier muss ich jetzt rechts. Geradeaus ging es zur Schleuse. Da fahren wir hier mal rechts. In Glesen. Jetzt links auf Glesener Hauptstraße.
So, das ist der Dortmund-Ems-Kanal. Moin. Ich musste jetzt die vorgegebene Route hier von Komoot verlassen. Es gibt hier Hinweisschilder für eine Umleitung für Radfahrer. Ich vermute, weil die Schleuse hinten über den Dortmund-Ems-Kanal neu gebaut wird. Aber jetzt müssen wir mal aufpassen. Jetzt sagt er hier links. Warum sagt er jetzt da links? Hier nochmal ein recht umfangreicher Wegweiser für die Fahrradfahrer am Knotenpunkt 42. Ich komme von Rheine. Rheine sagt 29 Kilometer. Mein Tacho sagt 33 Kilometer. Na gut. Wo sind denn die 4 Kilometer geblieben? Egal. Hier sieht man auch im untersten Schild in der Mitte die beiden gegeneinander liegenden E. Die sind für den Emsradweg. Und da oben links Richtung Meppen ist er auch wieder. Das heißt also, ich bin auch richtig. Nach Meppen sind es noch 29 Kilometer. Und hinter Meppen ja, sind es noch mal 10, 15 dann bis Haaren. Okay, weiter geht's. Hier das Ding noch mal aus der Nähe. Also das scheint tatsächlich abgeschaltet zu sein. Das, was da gequalmt hat, da hinten, da ist auch noch so ein kleiner, keine Ahnung, was das ist. Nein, das scheint mir ein anderes Kraftwerk zu sein. Aber jedenfalls, dieses Teil ist ja sowas von protestlich. Und da hinten, durch die Büsche, das ist nicht die Kuppel vom Petersdom, sondern das ist der Atommeiler, der ja jetzt wohl stillgelegt ist. Hier geht's wieder über den Dortmund-Ems-Kanal. Eine Brücke teilt sich für die Eisenbahn und einspurig für den Straßenverkehr. Hier geht es in die andere Richtung. Und irgendwo dahinter, da hinten links geht es wieder ab in die Ems, glaube ich. Und dann und geradeaus ist der Emskanal. Dem werden wir nachher folgen. Und da am Himmel, naja, braucht auch kein Mensch. Der Mittellandkanal zwischen Lingen und Meppen. Die Schleuse Farlow.